Herzlich willkommen zum Thema der Woche bei Börse Stuttgart TV. Die OPEC hat fast schon erwartungsgemäß ihre Förderkürzungen verlängert. Dabei stellt sich mittlerweile ein wenig die Frage, inwieweit derartige Maßnahmen überhaupt noch den von der OPEC gewünschten Effekt erzielen. Diese Frage und noch einige mehr wollen wir heute klären mit Kemal Bakci von der BNP Paribas. Herr Bakci, wie lautet denn Ihre Einschätzung? Besteht einmal mehr zu befürchten, dass die jüngsten Maßnahmen der OPEC einmal mehr verpuffen? Ja, tatsächlich gehen wir davon nicht aus, auch wenn die erste Marktreaktion so aussieht. Die OPEC hat im Vorfeld alles dafür getan, um zu kommunizieren, so viel wie noch nie, um Einigkeit zu demonstrieren, sowohl mit der OPEC als auch nicht OPEC. Viele OPEC-Minister sind seit 20 Jahren im Geschäft und haben noch nie so viel Einigkeit und auch eine so hohe Einhaltungsquote gesehen. Und trotzdem die große Enttäuschung über einen 5-prozentigen Einbruch. Aus Sicht unserer Analysten sind das aber vorrangig Gewinnmitnahmen. Wir haben in den vergangenen Wochen, über die ja immer wieder über Kürzungen kommuniziert worden ist, einen Anstieg der Ölpreise gesehen. Und jetzt kam die Bestätigung, dass man eben die Kürzungen um weitere 9 Monate verlängern möchte. Die OPEC hat das geliefert, was versprochen wurde. Und daraufhin hat der Markt eben Gewinne mitgenommen. Aus unserer Sicht ist das aber noch kein Grund, dass der Ölpreis oder dass die Vereinbarung verpufft, sondern im Gegenteil, die OPEC wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass die Lagerbestände mittelfristig zurückgehen werden und deshalb bleibt das Ölpreisziel weiterhin hoch. Also unsere Analysten steuern weiterhin die 60 Dollar an. Wie können denn Anleger, Privatanleger aus Ihrer Sicht überhaupt sinnvoll in Öl investieren? Ja, das geht mittlerweile sehr gut, vor allem durch sogenannte Exchange-Traded Commodities. Das sind sogenannte, oder wie der Name schon sagt, börsengehandelte Rohstoffe. Die kann man ganz bequem an der Börse, zum Beispiel in Frankfurt oder Stuttgart, im regulierten Markt handeln. Wie ein ETF oder eine Aktie können die ganz liquide gekauft oder verkauft werden, sind auch im gleichen Segment wie ETFs gelistet, sind transparente Instrumente, die 1:1 die zugrunde liegenden Ölfutures nachvollziehen. Und der Anleger hat dann ein transparentes Instrument, das er fortlaufend handeln kann. Die meisten ETCs sind zusätzlich besichert, sodass das Emittentenrisiko fast vollständig eliminiert wird. Und dann hat man ein liquides Instrument, das eine hohe Sicherheit bietet. Nun ist im Zusammenhang mit Ölinvestments immer wieder die Rede von Rollverlusten. Was genau hat es damit auf sich? Ja, das ist die große Herausforderung bei Rohstoffanlagen, denn diese können eben nicht physisch gehandelt werden, sondern Anleger müssen fortlaufend über den Terminmarkt gehen. Sogenannte Futures werden dann an den großen Terminmärkten in London oder in New York gehandelt. Und diese Terminmärkte, wie es der Name schon sagt, diese Terminkontrakte haben immer eine begrenzte Laufzeit. Das heißt, Anleger, die sich längerfristig engagieren möchten, müssen fortlaufend die Kontrakte mit einer längeren Laufzeit ersetzen. Und diese längeren Laufzeiten können dann aber ein höheres Aufgeld oder ein Abgeld zum aktuellen Ölpreis notieren. Das würde für den Anleger bedeuten, dass er eben Partizipationsgewinne oder Verluste erleidet, immer wenn er einen Terminkontrakt ersetzen muss. Und in der Fachsprache nennt sich das dann Rollgewinne bzw. Rollverluste, weil der Vorgang Rollen genannt wird, von einem Kontrakt in den nächsten zu wechseln. Mittlerweile übernehmen das viele Indizes diese Aufgabe für die Anleger. Und auch im Angebot zum Beispiel der BNP Paribas gibt es mittlerweile rolloptimierte Indizes von Jim Rogers, die versuchen, diese negativen Rolleffekte zu umgehen, zu reduzieren, indem sie das Kapital eben über längere Laufzeiten, über 3 verschiedene Terminkontrakte strecken und zugleich eben immer nach dem günstigsten Kontrakt suchen, der verfügbar ist. Solche Möglichkeiten gibt es immer wieder. Die aktuelle Ölkurve zum Beispiel zeigt, dass wir steigende Terminkontraktpreise bis Anfang 2018 haben, danach wieder fallende Kontraktpreise bis Ende 2019. Und das sind wieder Gelegenheiten, günstiger in den Ölpreis einzusteigen. Also ein rolloptimierter Index bietet sich bei Exchange-Traded Commodities als Anlage für Öl sehr gut an.
Schauen wir noch ein wenig auf den Gesamtmarkt. Befindet sich der DAX vielleicht schon im Sommerloch? Denn die jüngsten Bewegungen in den vergangenen Tagen ließen doch mehr als zu wünschen übrig. Ja, es gibt tatsächlich so etwas wie eine Zurückhaltung, allen voran natürlich heute, weil wir Feiertag sowohl in den USA als auch in Großbritannien haben. Aber grundsätzlich scheinen die Marktteilnehmer vor allem auch auf die Notenbankentscheidung im Juni zu warten. Dort wird ja dann die nächste Zinserhöhung seitens der Federal Reserve erwartet. Und dennoch bleiben unsere Analysten für den europäischen Markt optimistisch. Für den DAX erwarten wir immer noch ein Niveau von über 13.500 Punkte bis Jahresende. Das heißt, auch hier dürfen langfristig wieder auf steigende Kurse gesetzt werden. Zuletzt wäre immer noch die Frage, welche Werte, welche Produkte standen denn bei Ihren Anlegern in den vergangenen Tagen im Fokus? Ja, ganz beliebt war heute der Handel mit der deutschen Euroshop. Da gab es über 9 Analysten, die die Aktie auf Kaufen oder beziehungsweise Halten gesetzt haben. Und deshalb verabschieden sich die Anleger auch von Put-Optionen. Also sicherlich ein Wert, der heute für mehr Aufmerksamkeit sorgt. Kemal Bachi von der BNP Paribas, vielen Dank nach Frankfurt. Sie, liebe Zuschauer, schauen Sie auch das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Thema der Woche bei Börse Stuttgart TV.